so zahlreich hier heute in der Rathausgalerie erschienen seid. Wir haben das Versprechen wahrgemacht. Wir haben die Bühne auch wieder richtig voll gemacht. So soll es sein im Karneval. Ich darf Ihnen die Tollitäten einmal vorstellen. Am Donnerstag haben Sie hier im Rathaus den Schlüssel abgeholt oder erkämpft, kann man auch sagen. Unsere Bürgermeister hatte natürlich keine Chance. Trotz Verstärkung haben wir die Regentschaft über unsere Vaterstadt Essen übernommen. Und praktisch ist das sowieso im Urlaub. Insofern haben wir jetzt hier freie Hand, auch in der Rathausgalerie. Ich darf euch vorstellen, das amtierende Kinderprinzenpaar der Stadt Essen. An der Spitze der Schmuckeprinz, seine Tollität, Prinz Lukas der Erste. Er hat an seiner Seite die Prinzessin, die Lieblichkeit, Prinzessin Asindia Julia die Erste. Sie haben natürlich eine große Begleitung mit dabei. Einerseits haben sie zwei Hofmarschälle, einmal den Dennis Adamski und den Leon Klien. Sie werden begleitet von der Leitgarde des Kinderprinzenpaares, ist der Essener Karnevalsverein. Dann haben die beiden natürlich zwei wunderbare Heimatgesellschaften. Einmal die Heimatgesellschaft des Prinzen, das ist die erste große KG Fidelitas Essen-Krai. Und zu meiner großen Freude, die Heimatgesellschaft der Prinzessin ist die älteste Karnevalsgesellschaft aus Essen, die KG Hanekopf von 1862. Und sie haben heute sogar ihr Königspaar mit dabei, König Rüdiger der Erste und die Königin Gabi die Erste. Heute liegt mein Kinderprinzenpaar. Ja, natürlich haben wir nicht nur kleine Tollitäten, wir haben auch richtig große. Und die darf ich natürlich auch vorstellen. An der Spitze unser Stadtprinz, seine Tollität, Prinz André der Erste. An seiner Seite unsere Prinzessin, ihre Lieblichkeit, Prinzessin Asindia Carolina die Erste. Sie haben natürlich auch eine riesige Begleitung mit dabei. Der Stadtprinz hat natürlich auch seine Begleitung. Das ist die Essener Prinzengarde. Die Leitgarde des Prinzen Karneval. Und Sie haben heute auch die kompletten Tanzgarden dabei, Moondancer und alles, was dazugehört. Dann haben wir natürlich den Hofmarschall des Prinzenpaares, Klaus Zoch. Dann haben die beiden natürlich auch zwei Heimatgesellschaften. Die Heimatgesellschaft des Prinzen ist die erste große KG Fidelitas Essen-Krai. Die Heimatgesellschaft der Prinzessin, der EKV. Und sie hat sich so schön hinter der Prinzessin versteckt. Natürlich haben wir auch die Leibgarde der Prinzessin, die KG Fidelio. Vom Presse-Komitee Essener Karneval begrüße ich unsere Geschäftsführerin Patricia Adamski. Und ich habe sie auch gesehen, unsere Schatzmeisterin Nicole Steger. So, wenn ich jetzt hoffentlich keinen vergessen habe, dann würde ich sagen, marschieren wir. Ja, von hier ist das ja auch ziemlich weit weg. Natürlich haben wir noch eine Koordinatorin vom Festkomitee Essener Karneval für die Kinder, unsere Nicole Heidegger. Entschuldigung. Ja. An den Center Manager, Herrn Gerz, und an den Vorsitzenden der Werbegemeinschaft, Herr Wilke. Ja, erstmal aller herzlichen Dank, dass Sie heute wieder zu uns gekommen sind. Es ist uns eine Freude und eine Ehre, Sie immer wieder bei uns in der Rathausgalerie begrüßen zu dürfen. Mit versammelter Mannschaft. Ich sehe, Sie haben gute Laune dabei. Also das wird mit Sicherheit einen ganz, ganz tollen Umzug, wo wir Sie natürlich auch alle dazu herzlich einladen. Bei uns hier in der Rathausgalerie ist es schon Tradition, dass Sie bei uns zu Gast sind und uns wirklich immer am Samstag hier besuchen. Ja, und wir freuen uns auf das Programm. Natürlich ist es eine Ehre, dass wir eure Totalitäten hier, eure Lieblichkeiten und unser Kinderprinzenpaar und natürlich auch das Essener Prinzenpaar begrüßen zu dürfen hier. Also es ist ganz, ganz toll, dass ihr auf jeden Fall hier immer kommen. Wir haben auch eine Kleinigkeit vorbereitet. Ich gebe das Wort mal an Herrn Wilke. Der Herr Wilke ist der Vorsitzende der Werbegemeinschaft hier in der Rathausgalerie. Und Herr Wilke wird ein bisschen was zu unserer Spende vielleicht gerade dazu sagen, die wir gleich übergeben.
Ja, auch von meiner Seite recht herzlichen Dank. Wir sind als Essener und innerhalb der Rathausgalerie nicht nur glücklich, den Karneval hier begrüßen zu dürfen, nein, wir sind auch stolz. Wir dürfen noch mitteilen, dass auch die Firma Real gespendet hat und wir das gerne an Ihnen weiterleiten möchten. Von unserer Seite aus recht herzlichen Dank und wir sind einfach der Meinung, die Essener können schon feiern. Hello! Ja, wir bedanken uns natürlich auch, die Prinzenpaare und das Festkomitee Essener Karneval, dass wir hier in ihren Räumlichkeiten den Karneval so schön feiern dürfen. Dafür herzlichen Dank und ich würde sagen, wir rufen aus auf die Rathausgalerie, auf unsere tollen Prinzenpaare, ein Dreifachtonendes Essen! Ja! Rathausgalerie! Ja!